auf dem Ökumenischen Kirchentag in München ist die Hölle los. Hier wird gesungen, getanzt, gefeiert und natürlich nicht zuletzt gebetet. Es gibt ganz viele Konzerte, Aktionen, Events. Und natürlich sind wir hier mittendrin und auch die Medien sind mit dabei. Denn jeder will natürlich bestens informiert sein, wo gerade was los ist. Wir natürlich auch. Dabei habe ich heute die Nina, den Vincent und die Janine. Und wir werden heute mal ein bisschen gucken, welche Medien gibt es denn, wie unterscheiden die sich, was leisten die für uns. Wenn ihr jetzt hier auf dem Kirchentag seid, wie erkundigt ihr euch, was los ist? Welche Medien nutzt ihr da? In der Zeitung vielleicht und im Radio. Mhm. Oder das Internet. Über das Internet haben wir vorher nämlich erfahren, dass hier im Olympiapark heute was für junge Leute los ist. Okay. Ja, und im Fernsehen natürlich, aber da gab es jetzt noch gar nicht so viel zu sehen. Nein. Gut. Habt ihr die wichtigsten Medien schon mal genannt? Wir schauen jetzt erstmal in Zeitungen nach, was wir da rauskriegen. Okay. Das machen wir dort drüben. So. Ihr habt gerade schon viele Medien genannt, aber mir ist aufgefallen, dass ihr ein wichtiges Medium noch nicht erwähnt habt. Eins meiner Lieblingsmedien. Das Buch. Ach so. Ach so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in einem Buch jetzt die Informationen drinstehen, die wir jetzt suchen. Also da stehen doch eher so Geschichten und so drin. Ja, aber Geschichten könnten ja eigentlich auch mit dem Kirchentag verbunden sein. Wenn sich da zum Beispiel zwei Menschen das erste Mal getroffen haben und verliebt haben. Du Träumerin! Du liest so viele Love-Stories. Okay. Das geht sich überhaupt nicht an. Stopp. Ihr habt zumindest schon was Wichtiges angesprochen, und zwar die Funktionen von Medien. Ihr habt einmal die Informationsfunktion angesprochen und einmal die Unterhaltungsfunktion. Und natürlich kann man mit Medien auch kommunizieren, zum Beispiel im Internet, auf Foren, in Chatrooms. Eigentlich können wir die Medien überhaupt nicht mehr aus unserem Alltag wegdenken. Wir brauchen sie eigentlich ständig. Fallen euch da Beispiele ein? Also E-Mails auf alle Fälle. Mhm, schreibt ja jeder. E-Mails. Musik hören. Mhm. Nachrichten hören. Jetzt schauen wir mal gemeinsam nach, wie uns die Tageszeitungen über den Kirchentag informieren. Okay. Hier zum Beispiel. Ab heute ist München selig. Mhm. So eine ganz typische Überschrift, ne, für eine Boulevardzeitung. Kann man auch nicht immer so ganz so ernst nehmen, was da geschrieben wird. Was fällt dir sonst noch daran auf? Mehr Bilder als Text eigentlich. Mhm. Genau, ja. Sehr bildlastig. Wie ist es also bei euch? Mir ist gerade das Gegenteil. Ich habe ein recht schlichtes Bild. Es ist zwar groß, aber nur ein Bild. Mhm. Und relativ viel Text. Also wirklich sehr viel Information rund um den Kirchentag. Genau. Das heißt, man müsste sich ein bisschen Zeit nehmen, um das Ganze mal durchzulesen. Ne? Wirklich also nicht eine schnelle Information, sondern auch mal ein bisschen. Viele Kleinigkeiten werden da noch irgendwie erwähnt. Also wirklich gut informiert ist, wenn man es liest. Bei diesen Boulevardzeitungen steht auch meistens gar nicht die Info im Vordergrund, sondern das soll uns unterhalten. Ja, man denke nur an solche Schlagzeilen wie "Wir sind jetzt Papst" oder ähnliches. Wenn hingegen die seriösen Zeitungen, die wollen uns informieren, da stehen die Nachrichten im Vordergrund, die sind häufig viel, viel sachlicher als die Boulevardzeitungen. Und wir wollen jetzt mal schauen, wie das Fernsehen arbeitet. Und dafür muss ich jetzt aber erstmal gucken, wo wir da hin müssen. Wir werden jetzt nämlich gleich die Leute von Südwelt treffen, aber ich habe keine Ahnung wo. Ihr seid genau richtig gekommen. Ihr seht, hier ist schon einiges los. Das ist unsere Band Frequency. Hi. Die werden heute, hallo. Hi. Hallo. Grüß euch. Die werden heute gleich auftreten. Also wir sind kurz vor der Probe. Gleich geht's los. Also ihr kommt perfekt, wenn ihr alles euch mal anschauen wollt. Also das heißt jetzt, das, was hier aufgenommen wird, sehen dann gleich die Zuschauer zu Hause. Genau, also jetzt sind wir noch in der Probe, aber dann um 16.30 Uhr geht's los und dann geht's 1:1. Kannst du das auf dem Bildschirm sehen zu Hause, was hier passiert. Und natürlich auch die Zuschauer, die hier vorbeikommen, können das natürlich auch mitnehmen und gerne auch an der Sendung teilnehmen. Cool, das klingt ja wild. Und wir würden gerne mal ein bisschen zugucken, während ihr diese Sendung produziert. Ist das okay? Ja, auf jeden Fall. Gut. Hättet ihr vielleicht noch eine Kamera für uns, dann könnten wir gleich mitfilmen. Ja, gerne. Ich gebe euch eine Kamera, dann könnt ihr gleich mal anpacken und schauen, wie das so hinter den Kulissen ist. Das machen wir. Ja? Okay, komm mit. So, Vincent, das ist jetzt deine Kamera oder eure Kamera. Das ist genauso wie bei uns, bei Andreas Südwild. Die jungen Leute bekommen nämlich von uns auch Kameras in die Hand gedrückt, wenn sie das möchten. Und dürfen dann ihre eigenen Themen aus ihren Städten, aus dem Ort, wo wir dann eben senden, verwirklichen. Mit uns zusammen, wenn sie noch nicht fit genug sind, was die Technik angeht oder journalistisch, dann helfen wir ihnen dabei. Dann zeige ich euch jetzt am besten ein bisschen mal die Technik, weil dazu gehört ja viel. Ich glaube, ihr habt hier ganz schön viel drin, gell? Obwohl der ja, es ist schon sehr eng, ja. Ihr merkt das, hier kann man kaum durchlaufen.
So, Achtung, Köpfe einziehen. Hier oben im zweiten Stock ist es sehr eng. Und das da hier, das ist unser technisches Zentrum vom Bus. Also ohne diesen Raum würde gar nichts gehen, ja? Und die drei geschnitten. Wir versuchen mal das Kirchentagswort so zusammen zu singen. Eins geschnitten. Ich hab das gleiche von 2 und 3. Gibt es jetzt eigentlich einen Unterschied zwischen den Beiträgen, die ihr fürs Fernsehen produziert, und zwischen denen im Internet? Nee, da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Weil die Beiträge, die wir fürs Fernsehen machen, die müssen natürlich genauso auch im Internet abrufbar sein. Zum Beispiel für die Leute, die die Sendung verpasst haben, damit diese sich dann die Beiträge und die Sendung im Internet anschauen können. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Kategorien von Beiträgen. Es gibt Videos, Audios und dann gibt es natürlich auch noch Printbeiträge, zum Beispiel Artikel oder Umfragen oder Interviews. Und die findet man dann verstärkt im Internet, sozusagen als Erweiterung oder als Ergänzung des Fernsehprogramms. Ja, also was ganz wichtig ist, ist zum Beispiel der Podcast. Es ist ja so, dass gerade junge Leute ja heutzutage immer weniger Zeit haben. Und bei einem linearen Medium, das heißt, wenn etwas zu einer festen Sendezeit kommt, kann es ja passieren, dass viele das einfach verpassen. Und dafür gibt es die Möglichkeit, sich etwas als Podcast oder Videocast, so wird es im Fernsehen genannt, runterzuladen. Ich zum Beispiel habe letztens eine Sendung verpasst und die wollte ich unbedingt sehen und ich habe mir das dann aufs Handy geladen. Das natürlich, das zeige ich euch jetzt mal schnell. Ich lasse mal kurz laufen. Das ist eigentlich ganz toll. Das und obwohl es so klein ist, kann man es wirklich gut sehen. Ja, das ist total super, weil du kannst dann im Bus oder wenn du in der U-Bahn sitzt, kannst du dann deine Kopfhörer anstecken und dir das dann anschauen. Mein Licht und mein Halt. Vor ihm wollte ich mich fürchten, denn er ist die Kraft meines Lebens. Ich möchte, dass ihr eine Umfrage hier auf dem Kirchentag macht. Und zwar sollt ihr in der Umfrage klären, warum die jungen Leute überhaupt zum Kirchentag kommen. Ja? Und deshalb habe ich euch hier was vorbereitet. Ich habe ein Audioaufnahmegerät, weil wir arbeiten ja auch trimedial, also für Hörfunk, Radio und Internet. Deshalb auch Audioaufnahmegerät. Das gebe ich mal dir. Und für die Nina habe ich noch ein Mikrofon, damit du beim Ton einfangen dem Vincent ein bisschen zur Hand gehen kannst. Ja? Ihr müsst euch erstmal überlegen, was wollt ihr dem Zuschauer sagen? Ja? Was soll transportiert werden über die Umfrage? Und deshalb würde ich euch bitten, setzt euch am besten mal zusammen, überlegt euch 3 konkrete Fragen, ja? Und dann geht ihr los. Also bloß nicht einfach blind losgehen und irgendwas fragen, sondern überlegt euch 3 konkrete Fragen, die zu dieser Umfrage passen sollen. Ja? Okay. Und dann sehen wir uns wieder, in einer Stunde ungefähr, würde ich sagen. Ein ganz kurzes Interview. Und zwar wollte ich fragen, warum seid ihr denn heute hier? Ja, also wir machen gerade in der Firmung mit. Und dann wurden wir da halt eingeladen, dass wir hier gerne mitkommen könnten und so. Ja, okay. Was war bisher heute das Tollste, was du gesehen hast oder erlebt hast hier an den Kirchentagen? Der Gottesdienst heute Morgen, der war auf Lateinisch. Auf was freut ihr euch denn noch am meisten, so die nächsten Tage? Konzert heute Abend und morgen auf Cassandra Steen. Ja. So, ja. Okay, schön, dann viel Spaß noch. Ja, danke. Bevor wir das uns anschauen, wollte ich euch aber noch fragen, was war denn euer Fokus bei dieser Umfrage? Es ist ja wichtig, dass man ein Ziel hat im Kopf. Und es ist auch wichtig, wie man das Ganze dann montiert und was man aussucht, weil nur so erreicht man ja ein bestimmtes Ziel. Ja? Du kannst ja eine positive Stimmung zeigen, du kannst eine negative Stimmung zeigen. Ich habe mir jetzt mal 3 Beispiele ausgesucht für eine positive Stimmung von euch. Ja? Okay. Dann lassen wir es doch mal laufen, oder? Mhm. Was war denn bisher heute das Tollste, was Sie gesehen haben oder erlebt haben? Das war die Diskussion über das Völkerrecht. Das fand ich ganz gut. Also heute war das Essen recht gut, muss man sagen. Die Essen-Helfer-Kantine ist wirklich immer sehr gut. Und ja, die Unterkunft ist auch sehr toll. Wir sind in der Schule untergebracht, im Gymnasium.
Was sind denn so die Medien, die am schnellsten Informationen liefern können, die am schnellsten auch produzieren können? Radio auf alle Fälle. Internet. Genau, ja. Im Radio ist es natürlich wichtig, wenn ich eine Staumeldung habe, dann muss die natürlich gleich rausgehen und ich kann nicht noch ewig lang warten. Ja. Internet ist immer ganz aktuell, ganz genau. Sollen wir es uns jetzt mal anschauen? Ja. Also. Hallo, Herr Polizei. Aua. Die Jesus Freaks gibt es auch in München, also in ganz Deutschland und in München eben auch. Und da haben wir mal einen Jesus Freak besucht und du hast es schon angesprochen. Die Gottesdienste sind da ein bisschen anders. No one can kein normaler Kneipenabend und auch kein Rockkonzert. Die Jesus Freaks haben sich voll und ganz Gott verschrieben. Und das hier ist ihr Gottesdienst. Ich will, dass alle Leute verstehen, was er gesagt hat. Und um das zu verstehen, müssen wir die Bibel übersetzen. Wer von euch war da gestern da, von den ganzen Menschen, die heute hier sind? Aha, du warst da. Wie war's? Cool. Also es war ziemlich kalt hinterher und ein bisschen eng. Wir haben uns jetzt ja die Live-Sendung von Südwelt angeschaut. Wie fandet ihr es? Gut. Sehr gut. Mir ist auch gut gefallen. Jetzt wollen wir das Ganze noch mal ein bisschen näher analysieren. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass Medien bestimmte Funktionen haben. Und zwar einmal eine Unterhaltungsfunktion. Dann eine Informationsfunktion und eine Kommunikationsfunktion. Wo ist das jetzt aufgetreten in der Sendung? Könnt ihr da also was Unterhaltung, würde ich sagen, war die Band Frequency, genau, die gespielt haben. Information, die Interviews. Zum Beispiel, ja. Und Kommunikation war, dass sie auch die Leute im Publikum Sachen gefragt haben und einbezogen haben. Stimmt, genau, ja. Das heißt, die konnten ihre Meinung äußern. Ne? Das ist eindeutig eine Kommunikation. Gut. Jetzt ist es so, dass die Medien sich immer verschiedener Darstellungsformen bedienen. Da gibt es auch wieder unterschiedliche, und zwar einmal Nachrichten, Reportagen und Dokumentationen. Ich verrate euch gleich, es war nicht alles drin in der Sendung. Was kam vor? Eine Reportage. In welcher Form? Die haben über die Jesus Freaks berichtet. Genau. Und haben ein bisschen über die erzählt und das nennt man Reportage. Reportagen sind immer sehr persönliche Angelegenheiten. Ja, da geht es häufig auch um Einstellungen oder um Gefühle. Also es sind sehr subjektive Darstellungen. Mhm. Wie ist es mit der Nachricht? Das ist was sehr Aktuelles. Mhm. Also zum Beispiel, wenn was passiert und man es schnell mitteilen will, das ist eine Nachricht. Genau. Sind ja dann eher objektiv oder sollten? Sollten im besten Fall, genau. Ja? Fallen euch Beispiele ein für Nachrichten? Verkehrsnachrichten. Zum Beispiel, ne? Genau, da geht es um die Informationen in dem Fall, nicht um Einstellungen, Werte oder sonst was. Mhm. Gut, bleibt noch die Dokumentation. Es ist häufig ja so, dass irgendwelche geschichtlichen Ereignisse dokumentiert werden. Da versucht man eben auch nicht, irgendwie einen subjektiven Eindruck rüberzubringen, sondern man möchte möglichst das Ganze von verschiedenen Blickwinkeln aus betrachten, um möglichst viel Objektivität zu erzeugen. Wobei das natürlich in dem Fall jetzt auch nicht immer möglich ist. Ja? Aber das ist zumindest das Ziel. Also ihr seht, Medien haben bei uns einen ganz hohen Stellenwert. Deswegen sind sie aus unserer Gesellschaft eigentlich überhaupt nicht mehr wegzudenken. Ich muss aber natürlich gucken, was die einzelnen Medien leisten, um sie dann eben auch gezielt nutzen zu können. Um mich zum Beispiel zu informieren oder mich auch von Medien unterhalten zu lassen oder eben mit Medien zu kommunizieren. Und ich wende mich jetzt einem Medium zu, das ich ganz besonders mag und das, wie ich finde, in dieser Sendung leider viel zu kurz gekommen ist. Nämlich mein Buch. Das ist nämlich ganz toll, um sich einfach mal so richtig mit einem Medium zu entspannen.